Hallo YouTube, ich bin der Nubifar. Und ich bin der Star Citizen Proof. Hallöchen! Heute ist der 12. Mai 2023. Es gab eine Stunde lang Star Citizen Live, The New Player Experience. Und hier ist, was du wissen musst. Wir hatten Todd Pepe, den Live Game Director, und James Kay oder Kai, Lead Games Designer, als einzige Konstante dabei. Jared wollte am Anfang mit einer kurzen Geschichte beginnen. Alle Spieler haben eine Art Lernkurve. Bei diesem Spiel gibt es zwei Dinge, die dagegen sprechen. Es ist sehr komplex und es befindet sich in der Entwicklung. Todd sagte, dass das ursprüngliche Tutorial offline genommen wurde, weil es veraltet war und dass es nicht aktualisiert wurde, als klar war, dass es ein Vollzeitjob sein würde. Jetzt ist es an der Zeit, es zu ergänzen, denn laut Todd sind viele Mechanismen der Basis jetzt besser bekannt. Das Hinweissystem war gut, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ein Basisset eingeführt werden kann. Nicht nur für neue Spieler übrigens, sondern auch vielleicht für alte Veteranen, die in einem zukünftigen Patch aus einer langen Pause zurückkehren. Das macht Sinn. Das Ziel war es, die Grundlagen wie Fortbewegungen, Essen, Trinken, Einkaufen, Schiffsgrundlagen, Spielerkampf, Schiffskampf, Inventar, Navigieren, in einem Raumhafen und in einer großen Landezone zu vermitteln. Sie haben mit einer Demo begonnen. Wenn du das Spiel neu lädst, hast du die Möglichkeit, das Tutorial auch zu nutzen. Das ist eine Mission, die deinen Standort auf Area 18 festlegt. Das ist toll, denn hier findest du ja auch dieses Jahr die Invictus, also cool. Alles sieht normal aus, aber es gibt eine neue Benutzeroberfläche auf der rechten Seite als Moviglass Overlay. Der Spieler ist im EZ-Hub eingesperrt, bis er die Grundlagen durchlaufen hat. Hunger und Durst werden erklärt und du wirst aufgefordert zu essen und zu trinken. Dir wird erklärt, wie du das Hub öffnen kannst, dann wird dir erklärt, wie du zum Aufzug kommst, und Jared hat sich die aktualisierte Beschilderung angesehen und Todd sagte, dass jeder Ort weiterhin ein eigenes Thema haben wird. Sie wollen eine Möglichkeit einbauen, Waffen zu testen, und eine weitere Möglichkeit, die eingebaut werden soll, sind auch Schiffsteile vor dem Kauf zu testen. Sie wissen, dass sie eine größere Warnung vor dem Kauf und der Benutzung eines Helms brauchen, vor allem auf Raumstationen. Jared sagte im Chat, dass die aktuelle Einführung noch unvollständig ist und weiter verbessert wird. Der Spieler hat eine gemietete Pisces und seine gekauften Schiffe sind erstmal gesperrt. Dies ermöglicht eine gemeinsame Plattform. Dein erster Flug, wie du das Schiff findest, wie du es betrittst, wie du es startest und um Erlaubnis zum Verlassen des Hangars bittest. Jeder Bereich wird als eine Reihe von Zielen angezeigt, die du mit einer ebenen Flugbahn durchfliegen musst. Es werden Hinweise eingeblendet, um den Speed zu erhöhen und die Geschwindigkeit auch anzupassen. Im Chat wurde allerdings bemerkt, dass Griefer, wenn sich dieser Weg nicht in einer grünen Zone befände, sich einfach auf diese Route setzen und alle neuen Spieler während des Tutorials abschießen könnten. Todd erwähnte, dass es derzeit keine Möglichkeit gibt, dies zu verhindern. Und dass dies tatsächlich passieren könnte. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber das scheint so klassisch CRG zu sein, oder? Stell dir vor, du freust dich, das Spiel zu lernen und ein Tutorial zu spielen, und dann wird deine gemietete Pisces in 10 Sekunden von irgendeinem in die Luft gesprengt. Ich persönlich denke, dass dies eine Priorität sein muss, aber gleichzeitig verstehe ich natürlich auch, dass dies die Natur eines PvP-Sandbox-Spiels ist. Ist halt doof, aber naja. Todd hofft, dass dies insgesamt positiv ist und er räumt ein, dass es unvollkommen ist und einige Lücken hat, die noch gestopft werden müssen. Sie planen, einen Ingame-Link zum Spektrum hinzuzufügen, um einen Guide anzufordern aus dem Spektrum selbst. Es gibt auch Videos darüber auf dem Original-Kanal vom Nubifier. Schaut da gerne mal nach. Wir sind von dieser Funktion zu einer Diskussion über die Zukunft übergegangen. Todd sagte, dass sie daran arbeiten, unser Feedback in das Universum einfließen zu lassen. Die Reihenfolge, in der die Tutorial-Missionen eingeführt werden, wird sich nach dem aktuellen Bedarf richten. Und das war's auch schon. Eine sehr unterhaltsame Sendung. Was meinst du? Freust du dich auf das neue Tutorial? Was denkst du über die Griefer? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Ich freue mich auf deine Kommentare. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast, und wenn dir diese Zusammenfassung gefallen, dann solltest du natürlich den Kanal hier abonnieren, wenn du das noch nicht getan hast, und das Video mit Freunden, Verwandten, Bekannten und wem auch immer teilen. Ich bin heute mal nicht kreativ und sage sowas wie Busfahrer, Leuten im Bus, Leuten im Flugzeug, auf der Toilette oder sonstige Dinge. Ihr wisst schon, was ich meine. Helft dem Kanal zu wachsen, bekannter zu werden, damit die Videos hier auch eine größere Reichweite bekommen. Ich würde mich definitiv sehr darüber freuen. Ihr doch sicherlich auch. Ich mache gerne Content für euch, es ist allerdings auch immer Arbeit.
Das ist nun mal so. Wenn es gut sein will, steckt man Zeit und Liebe hinein. Und das Schöne ist, ich bekomme auch Liebe von euch zurück. Danke dafür. Also, jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen als fly safe and I'll see you in the verse. Der Nubifier aka Star Citizen Proof. Over and out. Das war das Video vom Nubifier. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du lässt einen Daumen hoch da und falls du es nicht schon getan hast, auch ein Follow. Wenn dir meine Stimme gefällt, dann gibt's mehr von mir auf meinem eigenen YouTube-Kanal. Dieser ist hier auch überall verlinkt. Also sei nicht scheu und komm vorbei. Ich freue mich sehr, wenn du auch mir ein Abo dalässt und mich auf meinem Kanal genauso unterstützt wie hier. Gerne kannst du auch auf Twitch bei den Live-Shows vorbeischauen, mir auf den Social-Media-Kanälen folgen und gerne der Discord-Community beitreten. Also worauf wartest du noch? Komm vorbei und mach mit! Ich freue mich auf dich. Vielen Dank schon mal für deinen Support. Be brave, fly safe. Bis gleich, der Proof.